So, jetzt haben wir erstmal hier anlegen. Also hier, Freier ist auch Level 12 wie wir, das ist schon mal wunderbar. Muss man gar nichts machen. Haben wir nicht irgendwas, was die... Hat die hier nicht irgendwas zu lernen? Nein, hat die nicht. Die Bronze... Beste... Es werde nicht schon Level... Machen wir mal Level... Bronze Fäustling, wir haben aber noch... Da haben wir noch einiges zu lernen mit ihr. Korallenring. Das macht nochmal Tontraum, Halshüte, Sehne, verstärkte Selbstvertrauen, das macht alles schön. Machen wir einfach mal den Korallenring. Geh mal ihr. Sie dann hat eh das Halstuch, Lilly kriegt. Ja, er kann eh noch Gift und Galle noch lernen damit. Ach, weil seine Sachen. Wunderbar. Haben wir Aurora ihre Augen auch immer noch nichts gelernt. Zerwischt. Bronze Harnisch. Wir könnten Götter speisen. Dann haben wir das jetzt auch noch geklärt, was unser Bursche hier lernen soll. Da kann er noch Weihrauch lernen. Was ist denn das? Das ist, was lernt er mit... Achso, das, das hatte ich jetzt schon angesprochen. Federhut bringt uns das. Gift und Gala hat er hier. Gift und Gala hat er auch hier. Uiuiuiuiui, das verstärkt ihn aber auch ganz schön. Und zwar nicht zu wenig, ne? Also. So, jetzt müssen wir mal kurz nochmal die Abilities abchecken. Ich muss natürlich alle anlegen, sonst wird das hier auch nichts mehr. So, haben wir hier die Abilities angelegt. Weihrauch, was macht Weihrauch? Fügt Untot immensen Schaden zu. Okay, es werde Licht und was bringt Götter? Verhindert Stein und Gips. Verhindert blind. Arsene Lupin ist das. Steigert die Bedingungste, ne? Okay. Nee, das war auch. Aber wobei hat er das denn überhaupt schon gelernt? Muss man. Ich muss jetzt erstmal, tut mir leid, erstmal schauen, was der sieht. Dann hat er das denn gelernt. Hat er auch noch nicht gelernt. Also kann man eigentlich noch nicht alle gleich. Oh, das ist natürlich ganz. Ja, ich sag mal in Anführungsstrichen ein bisschen. Das ist alles. Verhindert blind, verhindert Schlaf, opfert sich selbst und schützt einen Verbündeten. Opfern ist eh nicht gut. Von daher machen wir einfach nur so viele, wie wir können, und das machen wir halt eben da. Kavalier, ja, wobei Kannibale. Humanoiden, wenn sie schaden. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt so ziemlich das Maximum ausgereizt, sagen wir mal so. Wieso kann ich mich jetzt nicht mit den Sticks hier bewegen? Mal hier kurz Controller-Einstellungen. Zack. So, mal hier. Wer auch immer das geändert hat, der gehört geschlagen. So, dann gehen wir mal. Sind wir nicht im Erdgeschoss hier oder so? Geht's denn da lang jetzt? Kennen wir den Weg hier? Ja klar, da ist nämlich jetzt der Aufzug dann. Genau, wir fahren ins... Was hat er gesagt? Erdgeschoss fahren wir. Und dann können wir in Richtung... genau, dann sind wir nämlich hier. Schloss Lind im Erdgeschoss. Und können dann quasi zum Erddrachentor fahren. Was fährt da? Zum Wasserdrachentor. Okay. Müssen wir mal kurz gucken. Nehmen Sie sie dann. Dort stehen zwei Fahrzeuge. Einmal Erddrachen, einmal Wasserdrachentor. Tor. Okay. Ein Händler müsste hier irgendwo sein. Hier ist er natürlich nicht. Okay. Es ist immer ratsam, ordentlich Gebrauch. Alles klar.
Okay. Gut. Dann sind wir ja schon. Okay. Gut. Dann fahren wir erstmal hier rüber. Dann muss das erst erledigt werden. Tut mir leid, Freunde. Klingt vielleicht langweilig für euch, aber. Hier müsste noch ein Händler sein. Nämlich nicht alles durch. So, fahren wir hier raus. Und dann war hier irgendwo anscheinend ein Händler. Oder auch nicht. Gut, dann kann man das natürlich auch so machen, dass auch keiner war. Obwohl ich mir das mal aufgeschrieben hatte. Machbar. Was war dann hier? Hier war doch, genau, da war die Karte. Wenn wir Kartensammler sind, haben wir nicht so eine Karte hier. Ist das wenigstens ein Händler, wenn du hier weitergehst? Okay, dann ist es schlecht, okay. Fahren wir einfach ein bisschen Erdtrieb dort durch damit. Kann ja nicht schaden. Schließlich müssen wir da sowieso. So, jetzt sind wir dann hier. Dann können wir uns. Ach, da ist der Sch. Aha. Und der Nebel ist lebensgefährlich. Also rüstet euch ab. Natürlich. So, wir werden natürlich erstmal einige Zelte kaufen. Ja, gut, wir haben jetzt richtig Geld gehabt. Vier. So, aber hier noch eins. Zack. Zelt erobert. Geklaut. Was weiß ich. Wir werden dann auch hier gleich mal beim Mögen erstmal eine schöne Speichersession einlegen. Damit wir auch ja gespeichert haben. Da muss ich jetzt echt gerade überlegen, was ich sage. So, jetzt sind wir auch zu dritt. Jetzt bin ich am Überlegen. Das wäre natürlich eine ganz feine Sache, wenn wir mit Freya auch ein bisschen hier Training und so machen. Ne? Also, ja. Wenn ihr nach Bormesia wollt, dann durchquert Gisamarulukis Grotte. Die liegt zum östlichen hier. Und da wuchern Wurzeln aus dem Erdboden hervor. Folgt denen einfach, dann könnt ihr sie gar nicht verfehlen. Alles klar, dann haben wir jetzt quasi so eine Beschreibung bekommen. Aber ich kann euch gleich verraten, dass wir nicht direkt zur Gisamarulukis Grotte gehen werden, sondern werden zuerst zum QS Morast gehen. Dieser liegt nämlich auf dem Weg dahin. So, hier liegen diese Chocobos, ne? Hier seht ihr die Spuren dieses Chocobos. Da ist nämlich auch der Chocobo-Wald gleich dann daneben. Da wollen wir jetzt aber nicht hin, sondern wir wollen jetzt an... wir wollen jetzt erstmal hier die Karte aufrufen. Karten... falsche Karte. Entschuldigung. Ah, große Karte, genau. Da ist Gisamarulukis Grotte, hier hätten wir quasi den QS Morast und da ist der Chocobo-Wald. Ne? Hier war das Ost, die Erddrachentor, Lindblumen und da ist irgendwo hier, irgendwo Alexandria ist da oben, denke ich mal, genau. Das müsste Alexandria sein, genau. Dann ist hier Bormesia. Oder? Genau, Bormesia, Alexandria und das ist die Gisamarulukis Grotte. So, wir sind schon mal richtig auf dem Weg dann. Machen wir uns mal so auf den Weg. Irgendwo hier war. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der QS Morast war, muss ich ehrlich sagen. Müsste ich erstmal auf der Karte schauen. Oh, jetzt hat er nicht wehgetan, ne? Komm schon. Naja, sie dann macht ein bisschen Nahkampfschaden. Minimal. Ganz, ganz minimal. So, Freya kriegt natürlich sowieso jetzt mehr Erfahrungspunkte. Das heißt, sie könnte ungefähr gleichzeitig Level Up erreichen, oder nicht? So, jetzt gehen wir dann in Richtung QS Morast. Wir müssen erstmal natürlich außerhalb dieses Berges, also außen rumlaufen. Dann gehen wir hier vorbei. Und
dann gehen wir da rein. So, und dann, wenn wir am QS Morast sind, dann werden wir auf Moogmeyer treffen, der uns in den letzten Time Events einiges beigebracht hat, wenn ihr euch erinnert. Und auch uns unser neues Team mitbringt. Sagen wir es mal so. Ja, es wird eigentlich, das ist eigentlich unser Team. Von daher finde ich es eigentlich ganz gut, weil wir werden an diesem unserem neuen Teammitglied helfen, das mal in Frosch zu fangen, weil das ist so ein Vieh, frisst gerne und Frösche sind so ungefähr die Leibspeise an. So, 46 Erfahrungspunkte sind natürlich ein heiten Batzen an EPs, muss ich ehrlich gestehen. Und vielleicht sollte ich einfach ja, so eine Art Ability Training jetzt mal ein bisschen anfangen. Habe ich eigentlich lange nicht gemacht, muss ich sagen. Das wäre eigentlich schon fast das Gescheitste, muss man schon sagen. Ne? Also, erst Kieser mal durch das Konzept. Da gehen wir jetzt aber noch nicht rein. Ich möchte erstmal zum QS Morass. Andererseits, wir könnten natürlich auch später erst zum QS Morass gehen, so im CD2-Bereich, dann müssen wir nämlich so vorbei. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel die uns an Erfahrungspunkten bringen. Weil das sieht so aus, als ob wir einiges diesmal an EPs bekommen könnten. Ich schätze mal so. Ich denke mal so um die 50, 60 könnten das schon werden. Beziehungsweise würde ich mir erhoffen, dass es werden. Und das wäre schon eine Top-Arbeit, da weiterzuspielen in dem Bereich. So, jetzt müssen die Freier machen, die Sprungattacke, Sperrattacke machen. Genau, und dann ist es genau, okay, gut. Das ist natürlich sensationell, wenn das so passiert. Und wenn wir jetzt wieder 60 EP bekommen, knapp 60, Freier natürlich mehr. Eine Potion zählt und wir sammeln gleichzeitig auch noch Geld. Ich denke mal, es könnte ziemlich hilfreich sein, ein bisschen hier noch zu leveln. Beziehungsweise nicht leveln, sondern ich nenne es jetzt dann auch in der Überschrift Ability Training. Nur mal so. Und das ist übrigens der Morast, an dem wir vorbeigelaufen wären, wären wir dann in die richtige Richtung gelaufen. So, aber wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen Training machen. Ja, ihr konntet das alle kaum erwarten. Das kann ich mir schon vorstellen. So, und danach werden wir uns wirklich schon so langsam in Richtung... Ja, ich sag mal, machen wir uns schon so langsam in Richtung Ende von CD1. Also, das sind vielleicht noch zwei, drei Spielstunden CD1 hier. Und dann haben wir eigentlich auch schon die CD vollkommen zu Ende zerstört. Und das finde ich ist schon eine tolle Arbeit. Kann man auch gesagt haben. So, und 160 und 140 reicht nicht, um das Ding da zu zerlegen. Angriffskoordination ist so bis tot, oder? Ja. Oh, da liegt der jetzt am Boden. Oh, du armes Ding. So, du gibst uns knapp 50 EP, sogar, also wie ich mich erinnere. Ja, knapp 50. Freier wird nicht ganz das, die beiden da erreichen. Jetzt ist so krass die Frage für mich, die sich da stellt, soll ich eigentlich bis Level 15 dann hoch trainieren? Das wäre eigentlich schon eine ganz nette Sache. Andererseits muss man sich das überlegen, das ist dann so viel Spielzeit, die dann da reinfließen, dieses Training, da wir ja bestimmt, ich sag mal, ja, wir haben 8 Team-Member, wir werden ungefähr, ich möchte alle ein bisschen spielen, natürlich. Und dann müssen natürlich auch alle ungefähr in dem sein, also in dem Bereich, um eben auch irgendeinen Nutzen bringen zu können. Und um eben einen Nutzen bringen zu können, müssen wir halt auch, ich sag mal, ein bestimmtes Level und auch natürlich einige Abilities. Wir können jetzt nicht einfach so blind drauf losblinzen, ne? Und dann einsetzen. Das habe ich früher mal gemacht, aber ich habe 10 und da kann man das auch bringen. Aber jetzt so. Mittlerweile, also das war auch der Grund, dass ich das Spiel gemacht habe. Muss man auch sagen, weil ich nicht so blöd war, weil ich nicht wusste, Abilities und so, ne? Brauche ich nicht.
gegen das Alexandrikon zum Beispiel gekämpft, ohne Gift und Galle. Ganz intensiv natürlich dann der Kampf. Keine 2 Minuten gedauert, ich war tot, auch mit Level 30, 40ern. Kannst du auch nicht gewinnen, den Kampf. Ja, so schwach das Alexandrikon dann auch aussehen mag, so stark ist es dann halt auch. Letztendlich, wenn man dann die Schwäche des Gegners nicht so erkennt und diese dann auch ausnutzt. Und das ist genauso wie mit anderen Rollenspielen und Ausrüstungsgegenständen. Sonst was ist überall immer das. Es wird auch immer dasselbe sein. Das ist, kann mir jeder erzählen, was er will. Es wird immer das irgendwie so Akkumulatoren und einzelne hier Gegner ziehen. Was? Ja, machen wir einfach so, zack, und dann klauen und zack. So, okay, dann haben wir jetzt beinahe das Ziel eingerichtet. Ja, da ist es echt schwach, wir wollten ein bisschen stärker und selber gehen. Da Feuer jetzt auch nicht mehr so der stärkste Angriff ist. Feuer ist halt einfach. Wäre schon jetzt ganz nice als nächster Schritt, weil dann macht man natürlich auch mehr Damage. Ist ja eigentlich auch vollkommen logisch, natürlich. So, Freier wird ungefähr 3-4 Kämpfe.